Krieger hier oben einfach auf dem Berg platzierst, dann ist da eigentlich auch schon alles in Ordnung. Nein, der ist so gut wie tot. Ich muss den wegziehen. Das geht doch noch. Bleib da, dreh dich um und halt die Infanterie auf. Ich komm hoch mit Infanterie, mit Pionieren. Ich war jetzt auf den Jagdjäger. Und auf die CR-Dingsbums da. Okay, ich bleib da mal mit meinem anderen Tiger in deiner Basis. Ja, ich habe auch gleich einen Tiger, dann ist alles geritzt. So, jetzt. Ach, braucht jetzt noch irgendjemand irgendwo Unterstützung? Ich habe es nämlich auch gleich was. In 5 Minuten habe ich einen Jagdtiger, dann ist er endgültig. In 5 Minuten, yay. Ich habe jetzt auch so ein schönes Gefährtchen. Tiger Ace. Die sind jetzt gerade wieder in der Mitte, ne? Ja, ich schicke gerade einen Tiger. Kümmere ich mich drum. Ja, du kannst den Tiger aus der Base dahin schicken. Ich fahre jetzt mit meinem Tiger erstmal bitte hier hoch. Hab auch gleich einen zweiten Tiger. Ja, ich schicke meinen Königstiger gleich in die Mitte. Ah, damit hast du den zweitbesten Panzer. Den zweitbesten? Willst du mich hier verarschen? Klar, der Jagdtiger ist besser. Nee. Ja, nee. In Wort ist er besser, aber nicht hier. Nee, naja, kommt drauf an, gegen, was. Also. Gegen Panzer meine ich. Ja, gegen Panzer, aber gegen Infanterie nicht. Ja, deswegen habe ich ja 3 Tiger. Boah, Alter, mein Stuck geht hier vielleicht ab. Schon 3 Panzer zerstört, ey. So ein Stuck mit ganz schönen Leistung. Ja, guck mal, was kommt raus bei einem Tiger und einem Königstiger, wenn die sich paaren? Die 75. Komm, ja. Dummes Tigerchen. Also ich glaube, das ist echt die stärkste Front von allen, die wir gerade haben. Ein Stuck bei Tiger, ein Jagdtiger, nicht Jagdtiger. Doch, der kommt auch noch dazu. Ich guck mal, der ist gerade hochintelligent. Ich weiß nicht, was er da macht. Der versucht da durchzubrechen. Also ich glaube, die Front ist irgendwie ziemlich chancenlos, dass sie da jemals durchbrechen, dass sie da in der Mitte. Sag niemals nie. Ich sag's aber jetzt. Aber jetzt schicke ich noch meine Pack dahin. Rede ich. Okay, jetzt ist mein Stuck hat einen Abgang gemacht. Schön, ich habe jetzt eine asoziale Idee. Was denn? Machst du Nebelwerfer spammen? Ich weiß gar nicht, ob ich Nebelwerfer bauen kann. Also ich kann so nicht. Wie sagst du das jetzt, du Arsch? Ich hab's ganz vergessen, nein! Wieso sagst du es schon jetzt, du Arsch? Ich baue mir nicht. Ich habe ja, hier uns eh nichts gebracht, also. Soll ich mal einen Bergetiger bauen? Nein, was uns da vorne repariert. Ja, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Könnt ihr. Ja, nee. Ja, okay, passt schon so. Da hinten ist irgendwas durchgebrochen. Ach so, nee, doch nicht. Könntest du mal kurz meinen Tiger ein bisschen mitsaven? Der Bergetiger fertig ist. Das waren 75 mm. Ach du Scheiße, jetzt. Hauptgeschütz draufgegangen, ne? Scheiße, jetzt war es mein Tiger. Das war ein Tiger. Ich hab immer noch genügend um. Boah, Alter, wie schlecht bist du denn? Stehst direkt davor und triffst trotzdem nicht. Drecks. Extrem schlecht anscheinend. Das kommt nie aus der Mode, Tiger. So, jetzt spare ich noch. Die haben irgendwo für 105. Wir haben hier hinten ein bisschen kleinen Infanterie-Race. Ach, das ist nicht schlimm. Fahrt nicht zu sehr rein bei Infanterie, Bastian. Nix sagt, er soll nicht weiterfahren, er macht's trotzdem. Hallo? Ich tu grad selber
macht mir gerade den Spaß, ihn zu selber steuern. Ja, das ist immer ganz lustig. Wie kann ich eigentlich das GMG abschließen? Geht gar nicht, verdammt, dann könnt ihr mich mal. Für die Reichweite, ja, okay, die ist gut, danke. Kannst du nicht mein Tiger wieder abziehen, mein Tiger aus? Da oben? Ja. Wenn du einen Warners brauchst, ja. Dann schicke ich dir noch in die Mitte als Unterstützung. Schafft ihr es irgendwie in der Mitte euch so aufzustellen, dass ihr diese Auffahrt hier blockt? Deswegen ja, das also wenn ja, dann ja. Also ich kann den Rest blocken, aber ja, also wenn ihr irgendwie hier oder sowas was hinstellt, dass da eben nichts mehr durchkommt. Ja, ich komme mit dem Rest klar, wenn Yannick das macht, wäre gut. Ich schicke da gerade meinen Tiger hin. Und Bergetiger schicke ich auch, der kommt jetzt auch zu uns hoch. Das heißt, ich brauche jetzt noch einen halben Punkt, dann kann ich einen Jagdtiger rufen. Da sind wir zumindest gegen einen Panzer abgesichert. Wisst ihr, dass die Panzerung des Jagdtigers mal verbessert wurde? In dem Patch? Was wurde die? Nochmal, die wurde richtig übelst verbessert, die Panzerung des Jagdtigers. Ja, die war ja auch. Asozial. Ja, jetzt kannst du eigentlich so gut wie nichts mehr. Oh fuck! Was? Komm zurück! Hier oben noch mit Shermans! Fahr zurück! Mit deinem. Ja, schon, jetzt ist der Motor im Eimer, fuck! Ich komm! Das sollte mal, ich glaube, mein Bergetiger sollte das ein bisschen aushalten. Soll ich meinen Tiger mal zu deinem Dings schicken? Mein Tiger ist. Wo? Nee, brauchst du nicht. Ach so. Scheiße, was hier oben auch mal mit meinem Königstiger gemacht, die Arschlöcher. Ja, da war ein Infanterietrupp, der die ganze Zeit Sprengladung geworfen hat. Ich mach da mal ein bisschen Nebel. Wegen heißt der Nebelwerfer ja auch Nebelwerfer, weil er Nebel produziert. Achtung, Flugzeug im Anflug! MG-Überflug auf den ist kein Problem. Irgendwie voll lustig. Dir ist klar, dass ich jetzt Frontreparatur mache. Dass du die POs eigentlich gar nicht davon brauchst. Ja, die habe ich teilweise schon geholt, bevor du da warst, ne? Ja, also du schickst dir gut, dann halte ich jetzt mit meinem. Ey, ich finde das so lustig, wenn ein Sniper auf einen Tiger-Ass schießt und die fangen an zu weinen. Die treffen uns! Naja, immerhin treffen sie. Oder liegen unter Beschuss! Ja. Ja, hier zum Beispiel. Auf meinem Maultier von dem Sniper. Ben ist gerade voll der Roboter bei mir. Ja, bin ich in Wirklichkeit auch. Was macht mein Königstiger da bitte? Will ich das wissen? Ich glaube nicht. Gattet der Königstiger gerade was? Oh fuck. Scheiße, jetzt kommt hier oben M10 durch. Das ist nicht gut. Ich brauch gerade mindestens irgendwas, muss ich killen, damit ich jetzt endlich den Jagdtiger hab. Echt? Ich hab schon alles erforscht. Du hast echt schon alles erforscht? Ja, schon längst. Ja gut, ich habe auch, aber was ist bei dir das teuerste? Drei. Scheiße, ich krieg hier oben einen fetten Infanterie-Rush. Ja, ich seh's. Hier und so. Okay, Achtung, die Mitte, ich kann jetzt mit dem Infanterie-Rush, sobald ein Jagdtiger in der Mitte steht, kann ich den in meine Tiger schicken. Zieh doch mal zurück, du Vollidiot! Motorschaden. Wer hat einen Motorschaden? Ein Panther, mal wieder. Ich könnte hier eigentlich schon auf der Base zurück und die töten. Guck mal. Ich bin schon dabei mit. Panther ist gestorben. Ich komm. Ich setze in 4 Sekunden um Arti ein. Okay, nee, dann. Ja, ein Königstiger ist es halt alleine gegen. Nein, ihr bringt den nicht um. Okay, ich hab jetzt einen Jagdtiger, wenn du, oder brauchst du was starkes gegen Infanterie?
Oben wäre was gegen Infanterie nicht schlecht. Dann schicke ich dir, sobald mein Jagdtiger an der Front angelangt ist, schicke ich dir direkt meinen Tiger. Was? Ja, ich baue jetzt auch noch letzten Tiger, ne, vorletzten, egal. Baue jetzt auf jeden Fall auch noch. Hast du den Porsche oder den Henschelturm? Oh. Das Henschel, den glaube ich. Nein, das ist der mit dem MG weniger, das ist der Porsche-Turm. Ja, die, keine Ahnung. Ja, der große. Der Porsche-Turm ist auf jeden Fall der. In voller Fahrt hat eingenackt, mein Tiger. Ach ja. Also, was würdest du machen, wenn drei Tiger vor deiner Haustür stehen, Ben? Solange sie nicht auf mich schießen? Also, wenn sie schießen würden. Sachen dann hol ich meinen E75 auf der Garage und dann sind die alle tot. Sachen packen und weg hier! Dann hol ich einen E100. Der ist scheiße. Ich weiß, der ist eigentlich einfach nicht. Leute, in der Mitte haben wir gar nichts. Kann das sein? Guck mal, was da schon angedümmelt ist. Ja, war. Es kommt jetzt erst an, aber... Ey, ich mach alles One-Shot mit dem Scheißteil, außer Dings. Trotzdem, Leute, das macht mir Angst. Was macht's denn nicht? Ja, ich komm mit einem Tiger mal in die Mitte. Guck mal, was der jetzt da ist. Jetzt da ist. Ihr wollt mich verarschen. Jetzt ist mein... Irgendwie habe ich echt... Ich hab so derbs Glück mit meinen Fahrzeugen. Darf ich tatsächlich Infanterie ausbilden, um mein Reparaturfahrzeug zu reparieren? Ja, das ist doch geil. Und mir würde das gefallen. Okay, nee. Der ist sogar verloren gegangen. Jetzt fahren die Homos natürlich weg, ich glaub's nicht. Der war geklaut, du Pisser. Ja, toll. Ich mach alles mit einem Schuss kaputt, also als ob mich interessiert. Trotzdem war er geklaut. Ich hab eigentlich Anstrich machen müssen, meine Panzer mehr aushalten als eure. Ja, aber es ist minimal. Ja, aber... Das ist eigentlich scheißegal. Was denn, die V1 war echt effektiv. Ja, ich weiß. Die braucht schon jetzt noch länger, um irgendwann mal anzukommen. Warum? Wo ist die denn gelandet? Da, wo du mir zwei Kills geklaut hast. Ja, und ich es leider nicht mehr geschafft habe. Ja, ey, wo gemerkt, ich ihm zwei Kills geklaut hat, wo das eine Fahrzeug noch vollständig Leben hatte, gell? Ja, das eine, aber das andere hatte ich... bis auf einen minimalen Balken weggeballert und den hast du mir geklaut. Der Homo hat dir doch ernsthaft zwei Hauptquartiere gebaut, das finde ich gar nicht cool. Dem war langweilig. Wisst ihr, ich glaube, der einzige Panzer, bei dem es so aussieht, als würde das Artillerie einschlagen bei HE, ist echt der Jagdtiger. Ach was, der hat ja auch 12,8 cm. Die Vespa hat nur 10,5 und das ist auch eine Artillerie-Obitze, deswegen. Das ist gut. Der hat die geilsten Explosionen, der Jagdtiger. Ist ja auch ein geiler Panzer. Den setze ich auch manchmal gegen Infanterie ein. Achtung. Ja, ist ein Flugzeug mit dem Geberflug. Mein Mini Hose. Sollte das nicht eigentlich schwer sein? Ja, war ja auch ein bisschen spannend teilweise, aber... Hä? Wo fährt mein Tiger jetzt hin? Nach Kuala Lumpur. Los! So ein Trottel, wieso fährt der einfach los? Ich hab ihm nicht gesagt, dass er irgendwo hinfahren soll. Ihm ist langweilig, die ganze Zeit zu stehen. Es nervt. Ich dachte, er wäre noch nicht mal fertig. Ich aus reiner Langeweile baue ich jetzt noch meinen dritten Tiger wieder auf. Kann mir noch gar nicht mehr noch einen Tiger holen, Mano. Hast du denn zwei? Ne, ich hab drei mehr. Ja, ich hab halt zwei und ja, Tiger. Sag mir nicht, oh, wie hochintelligent. Der hat eine Huwitzer geholt. Hatte eine Huwitzer geholt. Oh. Oi, oben stehen immer noch ein ganz paar Panzer, stelle ich fest. Trrrr.
Ehrenhaft hat der Puma gekämpft. Nein, er hat gescout. Er kam, sah und fuhr weg. Er kam, sah und starb. Ja, sobald er repariert, informiert man den Tiger. So, ich hab grad den größten von unseren Panzern. Ich glaube, das ist das einzige Fahrzeug, das tatsächlich das ist der schwerste Panzer von allen, glaube ich. Der Jagdtiger. Weil der basiert ja auf dem Chassis der Maus. Nein, Königstiger. Du bist gerade arschleise übrigens. Er hat was gesagt? Ich hab nur ganz leise irgendwas murmeln verstanden. Ich bin krass, ich hab grad Arsch. Okay, man versteht offiziell kein Wort mehr. Was? Schnauze. Das hat man verstanden. Ich habe jetzt auch eine Schnauze gehört, ja? Ey, aber dafür geht's Instant Button. Moment. Shut up! Nein, Bastian. Ey, Leute, ich kann mir gerade eh nicht so tun. Also bis gleich. Super. Der Ziegel lässt sich jetzt bitte nicht vom M10 fertig machen, oder? Das wäre bitter. Schick da auch meinen Panther hoch. Natürlich bleiben sie alle in dem verfickten Bäumen hängen, ist logisch. Alter, gibt es mal, mein Tiger ist fast down. Ja, das ist doch was Feines. Och, Bastian. Das war's nicht. Wer dann? Ich weiß nicht, ich nicht war. Ja, Nick. Bastian. Ich bin's nicht. Ist klar. Ich bin's wirklich nicht. Hat sich Janik jetzt auch Instant Buttons geholt oder was? Ha, wie schnell der Panther ist. Ich glaube, den haben sie noch schneller gemacht mit dem Update. Wer auch immer die ganze Zeit Instance-Button benutzt, das klingt scheiße. Wer sagt denn was von Instance-Button? Ich habe hier mein Handy neben mir liegen. Klingt noch scheißer. Ja. Jetzt habe ich's wieder. Prost. Und da ist der Sieg, meine Freunde. Das ist natürlich auch bitter. Ja, nichts Schlechtes. Warum? Ich habe die halbe Front gehalten. Na gut, ich habe wesentlich weniger als ihr produziert von allem. Aber gibt das so viele Punkte? Ich habe 299 vernichtet, Infanterie, du 171. Ich habe 63 Fahrzeuge vernichtet, du 32. Du hast vielleicht viel gehalten, aber Bass und ich haben gut Kills geklaut. Eben, ihr seid Killklauer. Keispisser, ja? Doch gut. Ey, und ja, immerhin, Leute, wir haben gar nicht mal so lange gebraucht. 48 Minuten, ja. War ja auch nicht so schwer, waren ja nur 3 schwere. Naja. Mach die scheiß Musik aus und das scheiß Handy, schmeiß es aus dem Fenster. Also, Leute! Jetzt kommt hier meine grandiose Abmoderation. Das war... wieder mal eine Runde von Let's Play Together Company of Heroes Blitzkrieg Mod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lieber Kommentar, Likes und Abos, würde mich freuen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Tschüss. Sagt euer Ben 2740 und die Tränen Spaten. So, bevor die scheiß Musik noch überhand nimmt. Ich lasse es, ja. Ein schönes Schlusswort. Shut up!